und willkommen. Mein Name ist Aníbal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Spielen, bauen. Sehe ich zum ersten Mal da auf der linken Seite. Klassisch. Wir müssen noch immer diese 20 Charaktere, diese 20 Fire Emblem Charaktere erledigen. Dann nehmen wir noch mal ein paar mehr Fire Emblem Charaktere. Wie Marv. Einer der originalen Fire Emblem Charaktere im Reich der Drachentiere. Aber sie sagt mir nicht, ich muss gegen Radalos am Ende kämpfen. Das wäre eigentlich gesagt irgendwie episch. Na, bitte sagt mir, ich kämpfe gegen ein paar Fire Emblem Charaktere, sonst bringt es das hier nicht so. Alter! Hühnchen! Der will euch grillen! Wie bitte? Aufpassen. Jetzt bin ich Metal Marv. Da war ich so Probleme nicht raushauen. Ey. Was ist denn das für eine Ultimate, wenn er dadurch aus dem Arena? Ich meine, dadurch fliegst du nicht aus der Arena. Oh, wird schon wieder gewesen. Ja, komm, jetzt flieg hier mal ein bisschen schneller raus. Oh, kann doch nicht sein, ey. Wie so lange braucht, um dich hier rauszuhauen, ey. Weil du so ein fetter Sack bist, ey. Fetter Sack. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Voll die Combo. Das Ding schmeißt ihn auf mich, ich schmeiß ihn weg. So, ich würde sagen, das lief ein bisschen besser als beim letzten Versuch. Einfach mal, weil ich gewonnen habe diesmal. Bitte sagt jetzt nicht, die werden alle groß. Oh Gott, gut. Oh. War eigentlich weggeworfen, weil ich das nicht mal wieder haben wollte. Okay, vielleicht will ich das doch haben. Ja, ich glaube, ich will das doch haben. Morgen ist er immer noch hier. Was ist das? Mieterkitterie. Na, Mieterkitterie. Oder irgendwie so. Wer spricht da jetzt Englisch in diesem Spiel? Er spricht Cloud, glaube ich, Japanisch. Verstehe irgendwie nicht, warum King K. Rool irgendwie so random immer seinen Rettungsmove einsetzt. Ey. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Ja genau, pack das Ding weg. Ah. Warum habe ich so harte Gegner? Ich komme riesen Gluak, riesen King K. Rool. Ist ja gerade aus der Stage gerollt, will sie mich eigentlich verarschen?
Er ist aus der Stage gerollt. Boah. Und haben die mit Drachen zu tun? Was? Oh. Ja, gut. Noch eine Bombe, was? Das ist so eine Heilzone, ne? Ja. Oh, der schwarze Ritter. Mit dem komischen Helm. Ne, nicht du. Nicht du sollst geil werden. Gib mir einen Schnitter. Oh Gott. Na, was kommt jetzt? Ridley, ja, ist der Undrache. Der ist auch riesig, ey. Bitte roll auch aus dem Bildschirm. Hey. Ja, voll brutal, ey. Was ist das? Was? Ich glaube, der wird nicht davon eingezogen. Mal, weil Marv irgendwie so competitive, so oft competitive benutzt wird, dass die für den irgendwie härtere Missionen irgendwie haben oder was? Ja, was ist das hier? So, was ist das? Oh, Riesengegner, ich glaube, ich bin hier. No, da sind zwei Feinde im Charaktere. Ja, okay, die sind auch Drachen, stimmt. Ihr habt eine Chance gegen den Heldenkönig. Hoffe ich, ja. Komm her. Also, und dann geht's so einfach, ey. Fröhliche Weihnachten, ihr beiden. Ah, geht. Göttchen. Ich habe noch nie verstanden, warum die Fire Emblem Charaktere so eine bescheuerte Rennanimation haben. Richtig gebeugt, ey. Bei mir den Cutscenes in Super Smash Bros. Brawl haben die auch so, sind ja auch so bescheuert gerannt. Ich weiß nicht wieso, sah richtig komisch aus. So, lass mich raten. Oh, Rattler ist cool. Hier ist mal wieder ein Boss, gegen den wir nicht so oft gekämpft haben bisher. Hab ich gekontert. Echt neugierig, ob man echt den Schwanz abpacken kann, wie ein Monster Hunter. Gott. Boah. Ich will die Nuss hier einsammeln. So, hat er gar nichts gemacht, genau wie in echten, genau wie im echten Monster Hunter.
Der geht mir voll auf die Fresse. Der wird mit denen angefallen. Aber ich dachte, er wird jetzt wieder vom weiten Feuer spucken. Oh. Hat er mich ausgetrickst, ey. Los, komm hier rein. Oh, Junge. Jetzt komm mal hier hin. Haha. Ich glaube, ich spreche genau mal, wenn es so weitergeht. Sie kommt mir aber jetzt nicht so bekannt vor. Also die ist jetzt irgendwie so ein Remix. Also. Die Schnelle sagte mir jetzt nichts. Habe ich denn nicht mit Yoshi voll leicht erledigt? Ja, sehr gut. Weil ich dir ein paar Mal gegen den Kopf gehauen habe, wäre irgendwie klug gewesen. Okay, das war nicht so gut mit Marv. Was soll's? 7,4, hey. Wenn man sich ja eigentlich beschweren. Ich habe schon 9,9 mit zwei Charakteren, ne? Pit und Wolf. Ah, das Fire Emblem Thema. Fire Emblem. Aber wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Monster aus Monster Hunter hier ist, wollte das irgendwie, dass wir Chancen haben auf einen spielbaren Charakter von Monster Hunter World. Das Spiel war auch relativ erfolgreich. Weil da müsste ja man irgendwie wissen, welche Waffe man den Charakter geben will. Dann wären wir. Der wird aber anscheinend heißen einfach nur der Jäger, ne? Dann wird er irgendwie, weil nicht die Kostüme würden irgendwie alles verschiedene Rüstungen sein oder was von den ganzen Monstern. Da wäre cool irgendwie. Ich glaube, da wird zu viel Arbeit. Da müssen sie ja, gibt ja, weiß nicht was, 12 verschiedene Waffenarten, müsste sich ja erstmal auf eine einigen. Außer man kann im Kampf dann halt wechseln, so wie Inkling halt, ne? Jetzt mit jedem Angriff irgendwie eine andere ein. Aber das wäre irgendwie krass. Wäre eigentlich interessant. Es wurde schon Monster Hunter Monster halt, ne? Nicht nur irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Sticker oder irgendwie sowas hinzugefügt worden ist. Ein richtiger Boss. Aber ich würde sagen, irgendwie die Monster sind irgendwie bekannter als halt die Hauptcharaktere. Die Hauptcharaktere sind ja nur Spieler, ne? Und die Monster sind halt ikonisch hier für die Serie. Kann ich übrigens auch nur empfehlen, Monster Hunter World. Richtig geil, das Spiel. Und auch sehr viel einsteigerfreundlicher als Monster Hunter, weiß nicht, 3 ist das, was ich jetzt gespielt habe, 3 Ultimate. Das ist, weiß nicht, sehr viel einfacher in die Serie reinzukommen, wenn ich fragt, keine Ahnung, Monster Hunter 3 hat einen irgendwie so ins kalte Wasser geworfen. Man muss irgendwie gucken, wie man zurechtkommt, was man machen muss. Und Monster Hunter World Base ist noch alles erklärt. Ja, Masu. Mafu.
und ein Ticket wieder bekommen. Ich glaube zwar nicht, dass ich die brauchen werde, aber was soll's. Boah, ich muss die, meine Nase juckt die ganze Zeit, ne? So, immer noch nicht genug. Okay, dann Roy als nächstes. Duell der Dimension. So, ich nehme nicht Roy or Boy, ich nehme Roy or Girl. Ja, hoffentlich geht es mit dem ein bisschen besser. Boah, meine Nase. Ey. Was? Gehen aufeinander los? Au, okay. Wollt untereinander kämpfen, dann kämpft untereinander. Aber ich brauche eure Kills. Für den Meilenstein. Und bitte lass mich nicht schon wieder im wortwörtlich ersten Kampf hier frecken. Boah. Sieht schon wieder so aus. Ja, sieht fast so aus. Komm, kannst du mal. Dann komme ich einfach und hause alle mit einem Schlag weg. Und ich weiß ja nicht, ob ich die Gegner auch töten muss, ob ich die töten muss. Mit erzählt, aber okay. Du kannst was gegen den schlechtesten Lord in der Fire Emblem Geschichte auslösen, welcher ist im letzten Kapitel ja die Klasse wechselt, während alle anderen Klassen, während alle anderen Charaktere schon irgendwie fast am Maximum Level erreichen. Denkst du das? Ich esse jetzt erstmal Kirsche, Birne. Boah, zeig doch mal jetzt. Du bist nicht mehr so broken wie in Brawl. Boah, verreckst du jetzt mal? spricht Roy eigentlich Englisch? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Dürfte er eigentlich nicht, weil Fire Emblem 6 ist nie außerhalb Japan rausgekommen. Spricht Englisch. Wie? Alter. Wie sprichst du Englisch? Ein Spiel ist nie außerhalb Japan rausgekommen. Andere Leute mussten das übersetzen, verdammt. Ja, wir kämpfen also gegen alle Schwertkämpfer von überall. Genug herumgealbert. Ja, es war rumgealbert. Ich war nicht nur so schlecht, ich habe nur so getan. Dreck. Taucht ja eigentlich immer noch dieses Metallgesicht. Dieser Metallgesicht-Typ auf. Also mitten in der Stage so auftaucht. Oh, Cloud. Hi. Fire Emblem ist besser als Final Fantasy. Moment, ja. Weil ich. Moment ist schon jahrelang der 14. Teil am Laufen, dieses Online-Spiel. Und Final Fantasy 15 fand ich jetzt nicht so atemberaubend wie die anderen. Aber okay.
Hi. Boom. Und er wartet sogar. Hey, mein Gesicht. Mein wunderschönes rotes Gesicht. Oh Gott. Mir schon gedacht, da kommen da bestimmt noch ein paar Fire Emblem Charaktere. Also das Siegesthema. Und irgendwie nur noch zwei Gegner, ne, ein Gegner übrig ist auf der Karte, ne? Dieser Angriff geht mir so auf den Nerven. Ne? Immer jemand auf Corin los, das ist viel nerviger. Ich glaube, ich habe keinen einzigen von denen erledigt. So, boom. Ja, ich bin jetzt das Alpha-Männchen unter den Veteranen Fire Emblem Charakteren in diesem Spiel 9.1. Oh Gott. Muss dann andauernd passieren. Ich immer so übersteuer mit meinen Sprung. Ja, hat immer das Ding hier unten noch steht, ne? Ha. Ich bin Trick herausgefunden. Muss das Ding einfach nur so spät wie möglich angreifen. Leck mich. Bing. Mal sagen, crazy. Er hätte eigentlich der Dings auch gepasst. Rattalos, der Final Boss von Fire Emblem 6, Spoiler, ist auch ein Drache. Ah, ich kann halt nicht blocken. Kontern, meine ich. Schon wieder zu spät. Alter. Na, sehr gut. Welcher, wenn sie, wenn man sie öfter einsetzt, ne? Nicht mal dran gedacht. Blub. Und mein Controller. Ha. Ah, nicht schon wieder durch den Finger, durch den Starfinger. Aber lief das sogar so gut, ey. Ich muss mal langsam auch wieder betäubt werden. Ich verbrenne euch die Finger, ey. Nein, komm her. Was? Bist du denn? Ich bin hier. So.
wo los? Witzig. Ah, 9. Gut gemacht. Das ist alles, was du zu sagen hast, Kollege. Was? Das wäre das Kampfthema. Hat genauso angefangen. Gewesen, indem sie ein Lied daraus Fire Emblem 6 kommt. Weiß noch, zum Trailer von Roy. Damals bei Smash 4 haben sie irgendwie Musik aus Fire Emblem 7 genommen. Was spielen die eigentlich? Wenn jetzt wagen, Musik von einem Spiel zu nehmen, das vor Fire Emblem 6 passiert ist. Und ja, die haben irgendwie die Star Wars Route genommen. Die haben irgendwie erst Fire Emblem 6 rausgebracht. Dann kam irgendwie Fire Emblem 7 später und das war halt die Vorgeschichte, die irgendwie so, weiß nicht, 20 Jahre oder so vor Fire Emblem 6 gespielt hat. War voll der Mindfuck irgendwie, wenn man irgendwie, weiß nicht, Fire Emblem 7 gespielt hat und am Ende sieht man nur irgendwie so mehr oder weniger einen Cliffhanger von dem zukünftigen Hauptbösewicht von Fire Emblem 6 und denkt sich nur, willst du mich verarschen? Wir haben die Welt gerettet. Und dann ein paar Jahre später, nach den Ereignissen, taucht hier so einer auf. Drachen. Und ja, Drachen sind ein Big Deal in Fire Emblem. So wie in Game of Thrones. Das ist irgendwie komisch, ey, wenn man... Niemand hat ja Fire Emblem 6 gespielt. Und Fire Emblem, Roy sollte ja irgendwie dazu dienen, Fire Emblem 6 zu promoten. Als er damals in Melee aufgetaucht ist. Das Problem war nur, sein Spiel ist nie außerhalb von Japan aufgetaucht. Also hatte niemand irgendwie eine Ahnung, wer der Typ überhaupt ist. Oder Marv. Weil Marv kommt aus Fire Emblem 1 und da auch niemand. Ich wusste auch nicht, dass irgendjemand existiert. Die meisten Leute dachten irgendwie Fire Emblem 7 war der erste Fire Emblem. Weil das erste Spiel außerhalb Japans aufgetaucht ist. Dann haben sie irgendwie herausgefunden, irgendwie... Ja, da gab es noch ein Spiel, Fire Emblem 6, das davor auskam. Dann hat man natürlich das danach gespielt, anstatt umgekehrt. Bei Royce. Und dann hat man sozusagen in der richtigen Reihenfolge gespielt. Da ist so, als hätte man erst, weiß ich nicht, Star Wars Episode 1, 2 und 3 und dann die alte Trilogie angeguckt. Und dann jetzt die neuen in der Reihenfolge. Gamora. Gomorrah. Keine Ahnung. Haha, haben wir auch. Ike, Path of Radiance. Habe ich doch schon. Und wir haben das geschafft. Wir haben 5 Tickets bekommen. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Und Mario ist all die Fire Emblem Charaktere. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wollte schon sagen. Wenn das mehr als 8 wäre, dann wäre das irgendwie komisch. Ja, ich sollte mal vielleicht anfangen, dann hier andere Sachen ja zu machen, oder? Ist wohl klassisch hier mal ein Schalt abgeschlossen haben, wie hier zum Beispiel. Alte 10 Chips durch das Entlassen von Geistern. Sollen wir das mal machen? Ich habe da bestimmt ein paar Doppelte. Lass mal das machen, ey. Ich habe da bestimmt ein paar doppelte Geister. Wie mache ich das? Ja, irgendwie. 10 Chips durch Entlassen von Geister. Da kann ich irgendwie sehen, wen ich hier doppelt habe und wenig. So auf Anhieb. Hier ein Octoling zum Beispiel. Enya. Jetzt habe ich eine
weiß ich nicht, wie nennt man das noch mal, eine Bootleg-Version von Kirby. Warte mal, die ganzen neue abhaken, ne? Falls ihr euch denkt, warum ich die ganze Zeit so rumgehe. Und dann lassen. Das sind 6 Stück. Ich muss ja nicht 6 auf einmal, 10 auf einmal irgendwie bekommen, oder? Startschaden 50%. Was? Ah, okay, Geistergegner. Ich wollte schon sagen. Wir unterstärken 5 Geister-Evolutionen durch. Wir haben 777 verschiedene Geister. Ich glaube, ich habe erstmal 200 oder so. Verkaufe 5-mal Items. Okay. Verkaufen. Wie mache ich das? Shop, ne? Machen wir jetzt auch noch schnell. Ja, schon wieder ein Fire Emblem Charakter. Viel Fire Emblem in diesen letzten Folgen, ne? So, verkaufen. Wie mache ich das? Gute Frage, ne? Wie tue ich denn Sachen verkaufen? Das war eine gute Frage, ne? Muss ich da hier hingehen? Da kann man ja Items einsetzen, ne? Ja. Wieder Fire Emblem Charaktere. Karel. Keine Ahnung, wie verkauft man hier Geister? Oder Items. Ja. Yeah. Keine Ahnung, wie verkauft man denn hier Sachen? Müsst mir hier schon helfen, Leute. Keine Ahnung. Ja. Nein. Gut, würde ich sagen. In der nächsten Folge machen wir wieder Abenteuer und ja. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar und all sowas und tschüss.